Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir mal wieder einen Film aus, und zwar Steven Spielbergs Schindlers Liste. Ein Film, den ich vor einigen Jahren das erste Mal erst gesehen habe und mir den dann eigentlich immer kaufen wollte, aber nie gekauft habe. Es war so, der Film ist damals ins Kino gekommen, ich weiß nicht wie alt, ich war noch sehr jung, und ich weiß noch, dass mein ehemaliger bester Freund Mario damals gesagt hat, ey, lass uns den Film gucken gehen. Und ich sagte zu dem, was ist denn das für ein Film? Er meinte, ja, Schindlers Liste, da zeigen die halt, wie die Leute damals in Auschwitz und in den Lagern behandelt wurden, und spielt in der Gefangenschaft, und er soll sehr gut sein. Und ich dachte, ja, komm, gucken gehen. Da hat er mir gesagt, der Film ist aber schwarz-weiß. Und dann sagte ich, ah, nee, ich gucke doch keinen Schwarz-Weiß-Film. Und ich war damals halt jung und dachte mir, nee, sowas gucke ich nicht. Und habe dann viele Jahre gar nicht gewusst, was für ein toller Film das ist. Toll in dem Sinne, beeindruckend, wie der dargestellt wurde, weil der zeigt echt die Schrecken des Krieges, beziehungsweise wie damals Menschen da behandelt wurde, wie Ware, ja, wie unmenschlich Menschen sein können. Und den habe ich schon kurz nochmal auf Kabel 1 gesehen, ich glaube vor ein, zwei Monaten, und da habe ich mir gedacht, den muss ich mir jetzt endlich mal kaufen. Jetzt habe ich mir endlich mal gekauft, und ich kann den Film nur empfehlen. Wenn ich einen Trailer finde, verlinke ich euch diesen natürlich schon in der Videobeschreibung, wie auch weitere Informationen. Also für mich ist das einer der besten Filme von Steven Spielbergs. Steven Spielberg, mein Gott. Und kann ich euch nur empfehlen. Wie gesagt, der zeigt euch halt, wie grausam der Mensch sein kann. Und ja. Er ist ab 12 Jahren freigegeben. Gibt es neben der DVD auch auf Blu-ray? Ich weiß nicht, wie viele Versionen es davon gab. Es gab wohl auch schon andere DVD-Fassungen von dem Film. Ich weiß nicht, wie alt die ist. Die ist ab 12 Jahren freigegeben. Hier steht noch Oscar-Gewinner, bester Film. Kann ich zu Recht sagen, hat er verdient. Wird gepublished von Universal. Und hier steht noch, Spielbergs Film ist jetzt schon ein Ergebnis der Zeitgeschichte. Und ich glaube, auch in diesem Film waren nun nicht nur Hollywood-Schauspieler, wie Leslie Nielsen ist es, glaube ich, sondern auch deutsche Schauspieler haben hier mitgespielt. Und ja, der ist echt gut, der Film. Auch wenn nur das Tragische ist, aber es gibt ja auch schöne Momente da in dem Film, was auch Menschlichkeit zeigt. Und ich fand es halt amüsant, wie dann die Nazis da in den Lager reingelegt wurde, wo er dann so tut, ja, ey, ich spritze die nass in dem Zug. Und die denken, ja, die wollen die Leute quälen, aber in Wirklichkeit wollte er ihnen was Gutes tun, das haben die halt nicht geschnallt. Also ich fand das gut und echt toll. Nicht, dass die Leute im Zug sind, sondern dass er die Nazis da reingelegt hat. Und ja, toller Film. Also toll in diesem, ein beeindruckender Film, sagen wir es lieber so. Dann steht hier, neues exklusiv für diese DVD produziertes Bonusmaterial, die Stimmen der Liste. Eine beeindruckende Dokumentation mit persönlichen Erfahrungsberichten von den Augenzeugen. Die Geschichte der Shoah Foundation mit Steven Spielberg. Ein Blick hinter den Kulissen der Organisation, die die Berichte von Überlebenden und Zeugen des Holocaust dokumentiert und archiviert haben. Der Bonusmaterial komplett auf Englisch, Untertitel wie beim Hauptfilm. Dann haben wir hier Sprachen, Deutsch 5.1, Deutsch DTS, Englisch 5.1, Untertitel Deutsch und Englisch. Und dann gibt es noch Sprachen verfügbar, Untertitel für Hörgeschädigte steht hier noch. Und ja, packen wir mal aus. Hier sehen wir ja eine Hand und diese andere kleine Hand mit diesem roten Ärmel. Hat ja was mit dem kleinen Mädchen da zu tun. Und wenn ihr den Film auch noch nicht gesehen habt, ne, wie gesagt, ich war als kleines Kind, dachte ich, oh, Schwarz-Weiß-Film, nee, ist Kacke, gucke ich nicht. Kann ich nur empfehlen, der Film ist wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir hier zwei DVDs im Schwarz gehalten. Ich denke mal, eine ist halt dieses Bonusmaterial und eine ist halt der Film. Und ja, beeindruckender Film. 10 von 10 Sternen würde ich den geben. Guckt ihn euch an. Ist ein Film, der auf unsere Geschichte leider einen negativen Fleck hat. Aber so ist das leider gewesen. Und hier zeigt es auch nochmal deutlich, obwohl es nur ein Film ist, der sehr gut gemacht ist, wie schlimm der Mensch sein kann und dass sowas hoffentlich nie wieder passieren wird. Obwohl wir gerade ganz viele Kriegssachen erleben, aber nur für sich der Film top. So, wenn euch der Film interessieren sollte, wie gesagt, guckt, ob ich einen Trailer finde. Guckt ihn euch an. Und weitere Informationen findet ihr zum Film in der Videobeschreibung. Und ja, das war's von mir. Ich bedanke mich für eure Zeit. Über einen Kommentar, Like würde ich mich sehr freuen. Sag auf Wiedersehen. Bis dann. Euer Gavatrons. Ciao.